Hallo, herzlich willkommen mal wieder nach langer Zeit ein After Effects Tutorial. Heute geht es darum, ich nehme an, ihr habt das Ergebnis schon gesehen. Ansonsten könnt ihr es ja noch anschauen. Auf dem Kanal gibt es ein Video, da seht ihr, was passiert. Und zwar läuft ein Lauftext über den Notizzettel, den sich dieser unrasierte, ungekämmte Mensch auf die Stirn geklebt hat. Fangen wir mal direkt an. Das erste, was wir brauchen oder machen müssen, ist, wir brauchen die Daten des Zettels. Also wir tracken den Zettel, um rauszukriegen, wo der sich wann im Video befindet, weil wir ja später den Text da haben wollen, wo der Zettel ist. Darum brauchen wir diese Daten. Damit fangen wir an. Dazu klicke ich hier auf Tracker. Falls der bei euch nicht zu sehen ist, müsst ihr hier über Fenster Tracker auswählen. Und dann ist er da. Ihr seht, es gibt kein Standardkürzel dafür. Ich glaube, man könnte eins belegen, aber ich bin da auch zu faul für. Man braucht es ja normalerweise auch nicht so oft. Gut, ich erzeuge hier eine neue Ebene. Ich nehme jetzt hier eine Einstellungsebene und benenne die direkt um in Track. Das ist ganz hilfreich insofern, weil man weiß dann, wofür die Ebene eigentlich gedacht war und vertut sich dann hinterher nicht mit irgendwelchen Masken und Track-Ebenen, wo man dann nicht mehr so genau weiß, was eigentlich wofür ist. So, jetzt muss ich hier einmal auf den Film klicken, sonst kriege ich dann wieder ein Problem mit meinem Tracker. Bewegen verfolgen und ich sage jetzt Position und Drehung. Kontrolliere mal kurz. Ich meine, hier kann eigentlich nichts schief laufen, weil da sind nicht so viele Ebenen, aber sicherheitshalber kann man immer mal kontrollieren, ob am Ende auch die richtige Ebene genutzt werden soll. Jetzt haben wir hier unsere Trackpunkte, die setze ich hier drauf. Dann starte ich jetzt hier die Analyse und derweil drücke ich euch in die Pause. Bis gleich. So, die Analyse ist jetzt bis zum Ende durchgelaufen und ihr seht hier die Punkte, die erzeugt wurden, das ist reichlich. Wenn ich die jetzt anwende, dann werdet ihr auch sehen, dass da unheimlich viele Keyframes entstanden sind. Aber damit wollen wir uns jetzt lieber nicht befassen, sonst wird uns schwindelig. So, das heißt, wir haben jetzt die für uns relevanten Informationen und können als nächstes den Text erzeugen. Ich schreibe jetzt hier einfach mal was hin. So, das gilt natürlich nicht für dieses Video, aber manchmal ist es einfach besser, den Mund zu halten. So, jetzt mache ich hier aus dieser Textebene eine Unterkomposition. So, und hier gehe ich jetzt über Transformieren Position. Da gibt es Tastaturkürzel für, könnt ihr gerne in der Hilfe nachschauen. Und dann gucke ich mal, dass ich hier die Zeiten so eingestellt habe. Ich hatte mir ja hier 808 ausgeguckt, als Startpunkt sozusagen. Dann setze ich jetzt hier den ersten Keyframe und gehe jetzt hier auf 22, weil da möchte ich, dass der Text fertig durchgelaufen ist. Das heißt, ich gehe da, doch, ich gehe dahin, weil die 808 sind gut, da steht der Text ja. So, und jetzt schiebe ich mit gedrückter Shift-Taste, weil das Ganze etwas beschleunigt, den Text nach links. Ich glaube, es müsste hier irgendwo in der Mitte sein. Na, noch nicht ganz. So. Und was ich jetzt auch direkt mache, ist den Text. Also jetzt ist es ja nicht keine Textebene mehr, sondern eine Unterkomposition, aber die verknüpfen wir jetzt direkt mit Track. So, das heißt, die wird jetzt die Bewegung des Zettels mitmachen. Das kann ich euch auch zeigen.
hier an dieser Stelle schon, seht ihr es, der läuft, aber jetzt bewegt er sich auch, lass uns mal kurz so mit dem Zettel. Das ist ja, was wir wollen. So, was wir direkt machen könnten noch, hier ist die Unterkomposition einfach ein Stück runterzuziehen. So, jetzt müssen wir mal gucken, ihr seht, hier haben wir ein Problem. Beim Zettel aufkleben ist der Text schon da. Dazu gehe ich hier auf 807 und indem ich jetzt den Text nach rechts schiebe aus diesem Bild, habe ich einen neuen Keyframe erzeugt und wenn ihr jetzt mal auf den Text achtet, ich gehe jetzt ein Bild weiter, dann springt der. Und zwar einfach ein Stück nach links, dann ist er nämlich an dem Startpunkt, wo ich ihn auch eigentlich haben wollte, aber dann ist er halt vorher aus dem Bild und gerät nicht hier auf den Zettel oder sonst wohin, weil ich weiß nicht genau, wann unsere Maske einsetzen wird. Am Ende haben wir da ein Problem und das können wir uns direkt sparen, indem wir den Text früher rausschieben. So, jetzt gucke ich mal eben. Die Maske, die wir brauchen, die ist ja dazu da, nur den Text innerhalb des Zettels anzuzeigen und den Rest auszublenden. Das heißt, aha, da, ihr seht, 808 ist auch noch ein Ticken zu weit. Jetzt sind wir aber auf 808, das heißt, hier kann ich jetzt ganz einfach ein bisschen rüberschieben. Ja, und dann passt das. So, jetzt brauche ich hier die Maske, das mache ich, indem ich eine neue Ebene erstelle, eine Formebene und ich klicke hier auf den Zeichenstift, dann habe ich den schon mal in der Hand, benenne die Formebene aber noch um in Zettelmaske. Auch wieder den Grund, dann weiß ich, wofür es eigentlich gewesen ist. So, jetzt mache ich hier mal ganz freihändig die Maske rein. Ihr macht das natürlich viel genauer, aber ihr habt ja auch mehr Zeit. Ihr seid jünger. So. Jetzt habe ich hier die Form angelegt. Form, Maske, Form. Erklärt sich, ne? Und daraus machen wir jetzt aber eine Maske. Und zwar, indem wir einfach hier in unserer Unterkomposition, hier unter bewegte Maske, die Form nehmen, die Zettelmaske und Alpha-Matte auswählen. Und zack. Ihr seht direkt, die Form verschwindet und der Text verschwindet gleich mit. Und jetzt sollte der Text nur noch innerhalb der Form erscheinen. Jetzt sehen wir aber hier, dass manchmal könnte ein bisschen höher sein. Ne? Das ist mir doch ein Ticken zu tief. So, mal gucken. Ja, ihr seht hier, die Maske ist auch nicht so ganz gut. Das läuft etwas zu weit. Die muss etwas... Ah, wir haben noch was. Man muss natürlich, damit das zuverlässig funktioniert, die Maske auch an den Track binden. Weil das hat den schönen Effekt, dass die Maske sich auch mit dem Zettel bewegt. Seht ihr es? Und dann hat man auch nicht so viele Probleme mit dem rein- und rauslaufenden Text. Wir gucken jetzt mal eben. Losrendern, weil wenn wir uns ein bisschen beeilen, dann kann es passieren, dass wir sogar unter 10 Minuten bleiben. Naja, man könnte die Maske noch verbessern, aber wie gesagt, die ist jetzt freihändig und darum lassen wir es mal gut sein. Jetzt noch einmal in Originalgeschwindigkeit. Gut, was wir jetzt noch machen, ist in Effekten hier schnell, habe ich eingegeben und jetzt nehme ich hier den schnellen Weichzeichner und ziehe den mir auf den Text, weil das ist mir ein bisschen zu sauber. Hier reicht ein Wert von 1 völlig aus, aber wenn da so eine gestochen scharfe Schrift in dem Video erscheint, das ansonsten von der Qualität eher schlecht ist, dann
fällt mir das zu sehr raus. Ja, das gefällt mir besser. Gut, ich würde sagen, das war's. Wir sind dann doch wieder über die 10 Minuten gekommen, aber ich hoffe, ihr habt was gelernt oder es wenigstens interessant gefunden. Viel Spaß beim Nachmachen und bis die Tage.